Moin. Ja, da ich jetzt ein wenig Hunger habe, wollte ich euch mal auf die Schnelle was zeigen, was man sich eventuell auch so mal schnell zum Abendbrot machen kann. Und habe ich hier, ja, Tortellini. Ein Pack habe ich mir von Lidl mitgebracht. So, das ist die Grundbasis von dem ganzen Essen. So, dazu habe ich dann noch ein paar, ja, Chorizo oder zum Grillen mild, was weiß ich, wie das ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Ihr wisst das wesentlich besser wie ich. Das sind also hier solche, ja, ich sage mal spanische Mettwürstchen oder spanische Würstchen so ungefähr. Die kommen noch als Beilage mit dazu. So, und das Ganze wird überbacken mit Käse. So, und dazu gibt es natürlich eine schöne Soße, wo das reingepackt wird, das Ganze natürlich. So, die Soße, die besteht aus, ich packe das jetzt mal hier ein bisschen beiseite, 3 bis 4 Eiern, je nachdem, wie groß die Eier sind. Dann hier so eine 500 Gramm passierte Tomaten. So, und dann noch 250 Gramm Käse, Weichkäse. Hier sind 300 Gramm, mach nischt. Und wir brauchen dazu dann noch ein bisschen Tomatenmark und Salz und Pfeffer. Und eine kleine Prise Zucker denn noch dazu. So, und das Ganze wird dann zusammen in einer Auflaufform im Ofen gebacken, 30 Minuten. So, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Einfach schnell, ja, zum Zubereiten. Schaut einfach zu und genießt dann nachher. So, wir sehen uns gleich. So, wie gesagt, das Ganze geht verdammt schnell. Ich habe hier ein paar von diesen Würstchen in Würfel geschnitten. Und das wird so als Beilage mit dazu gemacht. So, und als allererstes machen wir jetzt erstmal die Soße, die denn da mit reinkommt. Da nehmen wir als allererstes jetzt erstmal hier die Eier. Zack. Einmal. Zweimal. Wie gesagt, wenn sie allzu klein sind, die Eier, dann nehmen 4. Die sind also quasi dann für die Soße als, ich sage mal, Anführungsstrichen, Klebematerial gedacht. Die sollen also dem Ganzen einen Halt geben. So, wir können das hier jetzt schon mal ein bisschen klein machen und miteinander verrühren. So, dann machen wir jetzt hier die passierten Tomaten auf. Kippen die hier mit rein. Und verrühren auch wieder das Ganze. Wie gesagt, das geht alles relativ schnell. Die Zubereitung. Hier nehmen wir jetzt den Käse. Ja,
250 Gramm reicht eigentlich aus. Pi mal Daumen. Gehe ich mal von aus, dass das hier jetzt 250 Gramm sind, habe ich so beschlossen. Rest lassen wir hier drin. So, das Ganze wird natürlich auch schön reingerührt, schön verrührt. Das gibt nachher einen richtig schön leckeren Geschmack. So. So, und jetzt kommt zum guter Schluss noch 3 Teelöffel Tomatenmark rein. 1, 2, 3. So. Und dann geben wir den Ganzen noch einen knappen Teelöffel Zucker mit rein. Weil Zucker ist wichtig. Das hebt den Geschmack der Tomate noch ein wenig auf. Deswegen der Zucker auch. So, und dann wird das Ganze mit einer Prise Salz und ein bisschen Pfeffer noch gewürzt. So. Und wieder rühren, 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 rühren. So, das war nun schon Thema Soße. Jetzt kommen wir auch schon an den Zusammenbau. Wir nehmen uns also hier unsere Auflaufform. Wir nehmen uns hier unsere Tortellini und machen die jetzt hier rein. So, das sind also schon vorgekochte. Es gibt die ganzen auch in trocken. Die müsst ihr natürlich 2, 3, 4 Minuten vorkochen in kochendem Wasser. Müsst ihr ein bisschen durchgaren lassen, durchziehen lassen. So, jetzt machen wir noch die Würstchen. Mengen wir noch mit bei. Heben die so ein bisschen unter. So. Zack, zack, zack. Die Tortellini kann jeder nach Geschmack nehmen. Ich habe hier mit einer Rinderfleischfüllung genommen. Das Ganze gibt es auch als Spinat und ja, anderen Füllungen noch. Da kann sich jeder so sein spezielles, ja, seinen speziellen Geschmack raussuchen bei den Tortellini, was er haben möchte. Wenn jetzt einer mehr so auf, ja, vegetarisch, dann nimmt man natürlich Spinat. Und genauso jetzt als Beilage hier muss es nicht unbedingt diese Wurst sein. Man kann da auch Schinken zunehmen, Kochschinken dazu nehmen. Man kann auch irgendeine andere Wurst dazu nehmen oder man kann natürlich auch Gemüse noch als Beilage dazu nehmen. Wie gesagt, vegetarisch, denn was weiß ich,
da ist eigentlich euch ja freien Lauf gelassen. Jeder so, wie er denn halt eben möchte. So, und ich möchte zum Schluss noch ein bisschen Käse drauf. Und ich liebe Käse. Also kommt da auch dementsprechend noch ein bisschen Käse drauf, ne? Man kann damit geizen, man muss aber nicht unbedingt damit geizen. Wer Käse mag, kann da ruhig ein bisschen üppig drauf machen, so wie ich das mache. Wer nicht so Käse mag, der kann auch den Käse runterlassen. Jedem so das Seine. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier mal, ich sage mal, ein schnelles Abendbrot oder ein schnelles Mittag oder ein schnelles Frühstück, was auch immer ihr dazu Lust habt. Das ist jedem selbst überlassen. So, Dalle. Ich glaube, das sollte reichen. Na komm. So. Und das Ganze geht jetzt für 30 Minuten vorgeheizten Backofen auf Umluft 180 und normalen Backofen 200 Grad. Dann für 30 Minuten in den Backofen und wir sehen uns nachher gleich wieder. Also seid gespannt, bis gleich. So, die 30 Minuten sind um. So sieht das Ganze jetzt aus. Schön überbacken mit Käse. Herrlich schön durch. Und jetzt werden wir mal schauen. Ja, diese Würstchen, die haben so einen leichten Schinkentouch drinne. Also war nicht das Verkehrteste. Gute Wahl. Und hier die Tortellini, einfach nur lecker. Also, wenn ihr das auch mal nachmachen wollt, ihr habt es gesehen, es geht ganz einfach, ganz schnell. Zubereitung circa 10 Minuten. Garzeit 30 Minuten. Und ich sage mal, die Zutaten halten sich auch im Rahmen, sind auch nicht so teuer. Also das ist ein schnelles, günstiges Essen, was man morgens, mittags, abends essen kann, je nachdem. Der eine steht morgens noch nicht so auf so Deftiges, der andere steht abends nicht mehr auf so Deftiges. Wie ihr wollt, probiert es einfach mal aus. So, das soll es aber jetzt gewesen sein mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video gerne liken, teilen, kommentieren und über ein Abo, ja, wie gesagt, wisst ihr ja, würde ich mich auch sehr freuen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachkochen und vielleicht kommt ja noch mal so ein Video, mal schauen. Wir werden sehen. So, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich werde jetzt erstmal in aller Ruhe dieses hier jetzt genießen. Ich sage ciao, tschüss, bye bye.